11.11. jährte sich zum 200. Mal der Geburtstag von Fjodor Dostojewski. Dostojewski hat mal gesagt, ich kann nicht verstehen, wie jemand an einem Baum vorübergehen kann, ohne glücklich zu sein. Also das ist ein sehr schöner Satz und das ist auch ein sehr schöner Baum. Also diese Platane ist absolut erhaltenswert. Sie ist ortsbildprägend. Also hier jetzt die Axt anzulegen, was die Stadt vorhat, wegen ein paar technischer Zuleitungen. Also getreu dem kölschen Motto, Baurecht bricht Baumrecht. Das ist für uns nicht nachvollziehbar. Also diesen Baum wegzunehmen, da liegt kein Segen drauf. Guten Tag, wir stehen hier an der Platane am Hof und diese Platane soll der Fernwärme weichen im Rahmen der Baustelle der historischen Mitte. Wir lehnen diese Kulturprotzbauten ab. Wir haben damit schon erhebliche Probleme in der Stadt. 1 Milliarde Mehrkosten für die Oper haben wir schon. Nun ist vor kurzem bekannt geworden, dass wir auch 1 Milliarde zu erwarten haben bei der Sanierung der Philharmonie und des Museum Ludwigs. Hier an dieser Stelle reden wir von 135,26 Millionen, die 2015 veranschlagt wurden und nun, siehe da, ganz plötzlich auf 47,8 Millionen gestiegen sind, nur weil man bereits bekannte Sachen wie zum Beispiel eine Trafo-Station oder einen Deckel auch für die Dombauhütte, alles was man hätte längst wissen müssen, hat man sich vorher klein gerechnet und jetzt, siehe da, haben wir kaum 6 Jahre später über 30% Mehrkosten. An dieser Stelle lehnen wir das natürlich ab. Wir wollen keine Kulturprotzbauten, wir wollen moderate Neubau im Bestand, wir wollen Sanierungen, wir wollen auch, dass das Stadtmuseum nicht hier neu gebaut wird, sondern nach dem Interim in Haus Sauer dann wieder zurückkehren kann an die Zeughausstraße. Dankeschön. Jüdische Museum wird fertig gebaut, es steht die Erweiterung des Wallraf-Richartz-Museums an. Der Gulliver-Tunnel unter dem Hauptbahnhof wird komplett saniert und am Rheinufer-Promenade wird komplett auf links gedreht. Also es reiht sich jetzt in diesem Bereich der Altstadt bereits Großbaustelle an Großbaustelle. Und da kommt sozusagen die historische Mitte jetzt noch on top mit all den Zumutungen, die das für Touristinnen, für Anwohnerinnen mit sich bringen wird. Man sollte unserer Einschätzung nach einfach erstmal was fertig bekommen. Es wäre schön, wenn Köln endlich mal was fertig bekommen würde, bevor das nächste Großprojekt an den Start geht. Zumal ein Großprojekt, ein Bauprojekt, das bereits vor dem ersten Spatenstich derartige Kostenexplosion verursachte, das lässt nichts Gutes erahnen. Das ist ja exorbitant an der Stelle.